Leute, wisst ihr was? Die Elektromobilität ist so anziehend, dass sogar die Enten zum Supermarkt angelaufen kommen, um uns die kostenlosen Ladesäulen zu gönnen. Faszination pur. Gesetzt im Falle, ihr wart gerade im Supermarkt, habt ein Ladekabel oder ein Amazon Basics Fotorucksack gekauft, dann erwartet euch in Deutschland bei den Supermärkten generell noch dasselbe Bild. Und zwar, ihr findet kostenlose Ladesäulen. Die Frage ist, wie lange bleibt das Ganze noch kostenlos? Ja, ich habe dazu ja schon ein paar Videos gemacht zu kostenlosen Ladesäulen. Die kamen auch recht gut an, zum Beispiel bei Lidl und Co. Und ich würde noch gerne meine eigene Meinung dazu abgeben, ja, bezüglich der ganzen Schnorrer und ja, auch der Thematik, sollte es noch weiterhin kostenlos sein und wie man das in Zukunft handhaben sollte. Also es wird eher so ein Meinungsvideo von mir sein. Zu Beginn, wie immer mein Standardsatz, ich will gerne die 1000 Abonnenten dieses Jahr noch erreichen. Also tut mir den Gefallen, lasst ein kostenloses Abo da und dann würdet ihr mich sehr unterstützen. Ja, ich denke mal, dass der Großteil meiner Zuschauerschaft vielleicht jetzt schon abschalten wird und ehrlich gesagt, viele von euch das wahrscheinlich gar nicht interessiert, kostenlose Ladesäulen, aber es ist so eine Herzenssache von mir, da ich aktuell noch das Glück habe, in meiner Nähe viele kostenlose Säulen zu haben und auch immer wieder gerne mit euch in den Kommentaren heiß darüber diskutiert habe, über sämtliche Fälle, die andere schon erlebt haben, an Katastrophen, wo Leute blockiert haben etc. oder auch, wo Leute gesagt haben, bitte schafft das Ganze ab. Warum man das Ganze abschaffen sollte, darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Grundsätzlich ist es ja so, kannst mal vielleicht herkommen, ich erkläre es einfach mal. Aktuell ist es ja so hier, wir sind jetzt sonntags hier, deswegen kann ich euch nicht zeigen den Ladevorgang. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das geht, schaut euch mal ein einzelnes Video zum kostenlosen Laden an. Ihr schnappt euch einfach hier den Stecker und steckt praktisch einfach das Ladekabel hier in euren Ladeanschluss und das Ganze fängt kostenlos an zu laden, ohne Anmeldung, ohne Kosten, ohne gar nichts. In dem Fall ist es sogar so, dass diese Säule ziemlich schnell ist. Das ist eher ein seltenes Bild. Meistens sind das so 11 bis 22 kW Säulen oder auch gerne Triple Charger, wo ein 50 kW CCS-Lader, ein CHAdeMO-Anschluss und ein 43 kW AC-Lader, glaube ich, müsste das sein, aufvertreten sind. Und dann müsst ihr dann einfach OK klicken und dann fängt das Ganze an. So, die Frage ist jetzt also, warum sollte man das abschaffen, das Ganze? Da gibt es viele Gründe und zwar mittlerweile hat sie so ein Bild etabliert, dass immer mehr Leute hierher kommen, auch an diesem Charger, weil er wirklich recht schnell ist und mitten in der Stadt liegt, hier in Heilbronn, also ein Geheimtipp an Leute, die hier wohnen, dass einfach Leute herkommen, nur um zu schnorren. Das heißt, sie setzen sich ins Auto, laden hier und gehen gar nicht einkaufen. Das ist halt ziemlich blöd, weil man den Leuten, die hier wirklich dieses Angebot nutzen als Kundenservice, das nicht nutzen können. Ja, wenn ihr solche Leute trefft, bitte schickt sie weg oder fragt, wart ihr einkaufen, geht ihr noch einkaufen? Das finde ich echt blöd, wenn Leute dann hier sich entscheiden zu blockieren. Des Weiteren ist es auch so, dass dann Leute auch noch frech werden. Ja, ich möchte jetzt nicht auf einzelne Stories eingehen oder auf Leuten rumhaten, aber ihr kennt die Problematik wahrscheinlich. Mein Vorschlag bei dem Ganzen wäre, ich gebe jetzt mal einen Vorschlag ab, ich möchte nicht nur negativ sein, und zwar, wir nehmen jetzt das Beispiel mal hier. Wir sehen jetzt, hier sind ungefähr, ja, 3 Parkplätze ungefähr. Noch neben der Säule, hier könnte man noch ein, zwei Säulen hinbauen. Liebe Discounterbetreiber, baut doch einfach mehr Säulen, ja, als nur eine Säule und meinetwegen verlangt auch Geld dafür. Wir würden auch dafür zahlen, das habe ich auch in anderen Videos schon bei YouTubern gesehen, zum Beispiel bei den Elektrobuys, in der Infobox jetzt verlinkt, dass man auch zahlen würde, ja, meinetwegen zu einem geringeren Preis wie bei den anderen Stromanbietern, weil Discounter können ja auch geringere Preise aufrufen und dann könnten wenigstens mehrere Leute laden, ja. Ich glaube, das würde auch gut angenommen. Ich würde dann auch lieber im Supermarkt laden, weil es billiger ist. Das hat man ja auch schon gesehen bei diesen SIM-Karten. Das ist ja auch so, dass Supermarktanbieter recht günstig diese Prepaid-Karten anbieten. Und das könnte man vielleicht bei den Ladesäulen auch machen, ja. Also oft ist es halt einfach so, dass immer mehr Kommunen nur von einer Säule abhängig sind. Ich habe das oft gesehen, dann hat man irgendwelche Kommunen, einen Supermarkt. Der Supermarktbetreiber hat eine Ladesäule aufgebaut. Und die Kommune denkt sich, ja klasse, dann bauen wir keine Säule oder nur beim Rathaus eine ganz langsame. Und es war's dann. Und dann hängen alle bei dieser Säule rum. Und nicht jeder kann halt daheim laden. Vergesst das mal nicht. Das ist halt einfach blöd, wenn man dann auch noch warten muss vor dieser kostenlosen Säule. Außerdem ist es ja so, dass das für die Discounter auch nicht schwierig wäre, weil die Modelle sind ja eigentlich Modelle, wo man auch mit einer FID-Karte sich authentifizieren kann. Hier sieht man dieses Pad auch. Das ist halt deaktiviert. Aber man kann es ja auch wieder reaktivieren per Software, das ist ja alles möglich. Und dann könnte man ganz leicht diese Bezahlfunktion integrieren. Versteht mich nicht falsch, ich bezahle auch ungern viel Geld für Strom, das soll jetzt nicht falsch klingen. Ich nehme gerne dieses kostenlose Angebot an, aber wenn wir die Ladeinfrastruktur entlasten wollen, dann müssen wir langfristig auch
Geld, glaube ich, für den Strom verlangen, weil sonst hat man halt genau diese Bilder. Und dann baut doch lieber die Ladeinfrastruktur aus. Des Weiteren eine Idee von mir, vielleicht könnten die Discounter so eine Art Bonusprogramm integrieren. Das heißt, Lidl, Kaufland Co., das ist natürlich jetzt keine Werbung, aber die haben schon so Punkteprogramme. Ihr kennt das ja beim Discounter. Vielleicht könnte man Punkte beim Einkauf sammeln und dann kriegt man einen gewissen Rabatt auf den Strom oder mal ein paar Kilowattstunden geschenkt. Das wäre doch auch ein System, das man, denke ich mal, leicht umsetzen könnte per Software. Und wenn nicht, dann sollte man sich halt mit einem Software-Team dahinter setzen. Was sagt ihr? Ja, gerade diese Großkonzerne haben doch recht üppig bestückte Software-Teams. Das sollte eigentlich möglich sein. Also mir war es jetzt mal wichtig, dieses kurze Infovideo dazu zu machen, weil, wie gesagt, es gibt einfach viele Diskussionen immer dazu und es ist immer schwierig, immer auf alle Kommentare so ausführlich dann zu antworten und sich auszukotzen oder ich möchte es gar nicht so nennen, aber man hat halt viele negative Erlebnisse auch und ich möchte einfach, dass man da einen positiven Konsens hat auch irgendwann mal und sich auf ein Konzept vielleicht einigen kann, was gut ist. Fällt mir gerade auch ein, beim Konzept, wenn wir drauf kommen, oft ist es ja auch leider so, dass man Säulen hat, die zwar drei Anschlüsse haben und die auch drei Ladevorgänge ermöglichen. Diese Triple Charger ermöglichen ja nur zwei, CHAdeMO oder CCS oder AC und CCS. Aber diese Säule hier im Hintergrund zum Beispiel ermöglicht drei Ladevorgänge und man hat hier zwei markierte Ladeplätze. Aber hier kann auch ein drittes Auto parken. Das ist dieses klassische Modell, ja, was man auch an den Autobahnen teilweise sieht. Hier unten hat man noch einen AC-Anschluss. Und ich habe halt oft das Bild hier gesehen, man hat die zwei CCS-Plätze belegt und dann kann wenigstens sich hier noch einer hinstellen und mit seinem Plug-in-Hybrid oder so per AC-Kabel laden. Das heißt, ihr könnt drei Leute laden, die Säule ist perfekt ausgelastet. Oft ist es dann auch noch so, dass die Säulen so blöd stehen an Wänden oder so, dass dann nur genau zwei Leute da parken können, obwohl die Säule sogar drei Ladeanschlüsse hat und somit ist immer ein Ladeanschluss frei. Ja, das finde ich auch ein bisschen blöd geplant immer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also man sollte einfach mal ich appelliere jetzt einfach mal an die Leute, die zuständig sind, einfach mal mit Kopf vorgehen. Ich glaube jetzt nicht, dass solche Leute hier zuschauen, aber einfach mal mit Kopf vorgehen und meinetwegen auch Geld verlangen, aber mal das ein bisschen ausbauen, weil die Supermärkte haben eine ziemlich gute Wirkung. Supermärkte stehen überall in der Bundesrepublik Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz. Und man sieht schon, wie die Ladeinfrastruktur deutlich entlastet wird durch die Supermärkte und auch ein Großteil leider noch auf den Supermärkten halt basiert, zumindest bei mir in der Gegend. Ich weiß nicht, wie es genau bei euch ist. Wie gesagt, das waren jetzt mal meine Gedanken dazu. Ich möchte das Video jetzt auch nicht zu stark in die Länge bringen. Schreibt mir einfach gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich finde, wie gesagt, man sollte darüber diskutieren. Und ehrlich gesagt wollen wir doch alle eins. Wir wollen die Elektromobilität ein Stückchen nach vorne bringen und dafür brauchen wir eine gute Ladeinfrastruktur. Wie gesagt, am Anfang abonniert diesen Kanal, es würde mich sehr unterstützen. Dann schaffen wir die 1000 Abonnenten dieses Jahr noch und ich kann weitere tolle Videos für euch produzieren. Und bis dann, Servus, ciao.